Ja, liebe Medienvertreter, ich begrüße ganz herzlich euch alle. Zusätzlich dazu begrüße ich unsere Fraktionsvorsitzende Uli Meier, unseren Landtagsabgeordneten Hannes Zingerle, unseren Parteiobmann Andreas Leiter-Reber. Bevor unsere Fraktionsvorsitzende Uli Meier und Andreas Leiter-Reber unsere Position zur Immigration vorstellen werden, einige Worte vorab dazu. Das Positionspapier, das heute vorgestellt wird, enthält zum einen die Positionen, die unsere Landtagsabgeordneten im Landtag stets konsequent vertreten haben, und zum anderen die Anregungen unserer Basis, die wir in Arbeitsgruppentreffen ermittelt haben. Grundsätzlich gilt festzuhalten, dass wir Freiheitliche fordern, dass man von einer Wohlfühlpolitik, die Immigration unkritisch als Bereicherung ansieht, abgehen muss und endlich zu einer Realpolitik im Dienste unserer Landsleute kommen muss. Denn Immigration ist ein Problem und keine Bereicherung. Und dieses Problem muss endlich angegangen werden, und zwar mit einem konsequenten Problemmanagement. Dass es Landeshauptmann Kompatscher erst kürzlich aufgefallen zu sein scheint, dass wir hier ein massives Problem mit abgelehnten Asylwerbern bekommen könnten, zeigt, auf welchem Stand die Landesregierung ist. Weg schauen, Weg ducken, Weg reden. Denn dass die Anerkennungsquote bei Asylwerbern sehr gering ist und die abgelehnten Asylwerber oft untertauchen, ist ja nicht erst seit gestern bekannt. Doch statt zu handeln, wird wieder mal nur ein Punkt auf die Tagesordnung der Staat-Regionen-Konferenz reklamiert und dies als besonders mutiges Zeichen gefeiert. Überhaupt scheint sich die SVP ja unschlüssig zu sein, ob die Immigration überhaupt ein Thema ist. Denn dazu muss sie ja erst ihre Mitglieder befragen. Wir Freiheitliche sind hier schon einen Schritt weiter. Wir stellen heute einen wesentlichen Schwerpunkt unseres politischen Handels vor. Denn dass das Thema Immigration den Menschen unter den Fingern brennt, ist wirklich allen offenkundig. Ich bitte nun unseren Parteiobmann Andreas Leiter-Reber um die Vorstellung des Positionspapiers. Danke, Florian. Dieses Positionspapier, unser Generalsekretär hat es bereits erwähnt, wurde gemeinsam mit unseren Mitgliedern in den letzten Monaten auch erstellt. Über dieses Papier haben wir ein Zitat gestellt: Wer halb Kalkutta aufnimmt, hilft nicht etwa Kalkutta, sondern wird selbst zu Kalkutta, von Peter Scholl-Latour. Die sogenannte EU-Elite ist dabei, dass Europa Schumanns und Adenauers völlig zu zerstören. Die Krise, die Angela Merkel ausgelöst hat mit ihrer Willkommenskultur, hat sich auf beinahe alle europäischen Staaten ausgewirkt. Man erkennt, dass in den letzten Jahren immer mehr Staaten gezwungen sind, nun auch ihre Grenzen, ihre innereuropäischen Grenzen wieder zu schließen und zu schützen. Man mag sich vielleicht die Frage stellen, was will eine Oppositionspartei in Südtirol an der großen Immigrationskrise lösen können? Ich kann darauf nur Folgendes antworten: Wenn Brüssel sich verweigert und anscheinend nicht imstande ist, hier konsequent zu handeln, und auch die staatlichen Regierungen sehr oft versagen, dann ist die europäische Bürgerschaft gefragt, hier auch die Stimme zu erheben. Wir als Südtiroler sind Teil dieser europäischen Bürgerschaft und werden hier selbstverständlich aktiv. Südtirol ist ein besonderes Land mit seinen drei autochthonen Volksgruppen und ist daher noch gefährdeter, diesen gesellschaftlichen Umbruch halbwegs positiv zu überstehen, wenn es in der gleichen Form weitergeht wie bisher. Es ist wichtig, dass wir im Rahmen der Diskussion um die Migration auch klare Begrifflichkeiten verwenden. Es braucht eine offene und ehrliche Diskussion, und es ist nicht hilfreich, wenn alle die Kritik an der derzeitigen Migrationspolitik der EU und einzelner Staaten äußern, dass die gleich stigmatisiert werden und die Befürworter moralisch überhebt dargestellt werden. Das hilft einer sachlichen Diskussion überhaupt nicht. Wenn wir von Verantwortung sprechen, dann möchte ich auch Max Weber zitieren, der Gesinnungsethik und Verantwortungsethik ganz klar getrennt hat. Eine Privatperson
kann gesinnungsethisch handeln, ohne auf die Gesellschaft zu denken, aber ein Staat, ein Land, eine Staatsregierung, eine Landesregierung wie auch die unsere, muss Verantwortungsethik beweisen und verantwortlich handeln und auch die gesellschaftlichen Umbrüche erkennen und die Auswirkungen, die eine unkontrollierte Einwanderung auf die Zukunft der einzelnen Regionen und Länder haben wird. Immigration hat auch ganz starken Einfluss auf die Wirtschaft. Es ist eben nicht nur eine kulturelle und soziale Herausforderung, sondern ein zentrales Thema, das auch in die Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit unserer Wirtschaft einfließt. Die Weltwirtschaft wird von drei Großräumen bestimmt: einmal der nordamerikanisch-angelsächsische Raum und der osteuropäische Raum und wir hier in Europa. Während die anderen beiden großen Wirtschaftsräume nicht im Traum daran denken würden, eine solche Migrationspolitik zu verfolgen, wie wir es in Europa hier machen, findet die EU auch heute nicht Lösungen, die dieses Problem in den Griff bekommen. Wir müssen, wenn wir die Begriffe trennen wollen, die Formen der Migration beim Namen nennen. Es wird in der Diskussion und auch in der medialen Berichterstattung sehr oft immer nur von Flüchtlingen und Migranten gesprochen, ohne zu unterscheiden, um was es sich eigentlich bei diesen Phänomenen genau handelt. Es gibt bei uns Südtiroler mit Immigrationshintergrund, die in die Arbeitswelt eingegliedert sind, die Teil unseres sozialen Lebens geworden sind. Ich denke dabei vor allem an die vielen Mitbürger, das sind Südtiroler Neubürger, die aus Osteuropa kommen, aus Polen, aus Ungarn, aber auch aus Russland, die bereits Teil unserer Gesellschaft geworden sind und die auch ihren Platz in Südtirol gefunden haben. Dann sprechen wir von asylberechtigten Immigranten, also Kriegsflüchtlingen, politisch Verfolgten, denen wir natürlich auch hier in Südtirol Schutz gewähren. Südtirol ist ein offenes, ein warmherziges Land, die Südtiroler sind hilfsbereite Leute und wir haben vollstes Verständnis, diesen Leuten zu helfen, so wie es früher bei der Jugoslawienkrise auch schon der Fall war, wo wir Menschen aufnehmen und dieses Asyl als Schutz auf Zeit auch betrachten, dass wir sagen, solange eben Kriegszustände herrschen, werden wir diesen Leuten helfen, um danach auch wieder zu schauen, dass die Menschen wieder in ihre Heimatländer zurückkommen und dort den Aufbau ihrer einzelnen Heimaten garantieren können. Wir kommen nun zu jenen Migranten, die das eigentliche Problem darstellen in den letzten Jahren und auch für uns Südtiroler. Das sind zum einen die illegalen Migranten, die ohne Anrecht auf Asyl gestartet sind. Natürlich und bestimmt auch in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Aber wie gesagt, wo soll hier eine Grenze sein? Wir können uns nicht, wir müssen uns aussuchen, wollen wir einen Sozialstaat aufrechterhalten oder eben nicht. Beides zugleich, offene Grenzen und der Sozialstaat, das wird nicht funktionieren. Künftig, und ich hoffe, dass da wirklich etwas geschieht, über die sogenannten Resettlement- und Relocations-Programme, die angedacht sind, das ist noch etwas Zukunftsmusik, dass man wirklich schon an der nordafrikanischen Grenze schaut, wer hat Anrecht auf Asyl in Europa und kann dann direkt von dort hergebracht werden, ohne dass sich Schlepperbanden und andere illegale Organisationen beteiligen und somit den Zustrom fördern und zugleich auch die Leute ausbeuten. Denn eine Kehrseite dieser Flüchtlingspolitik bzw. dieser offenen Grenzen sind natürlich auch, dass kriminelle Organisationen hier Menschenhandel betreiben, Prostitution fördern und so weiter. Das wird hier ausgeklammert, dass wir mit diesen offenen Grenzen auch das noch mit fördern und uns schuldig machen. Die lösungsorientierten Forderungen, welche wir an die Landesregierung und an den italienischen Staat stellen, haben wir in diesem Programm aufgelistet. Ich möchte jetzt auf einige davon näher eingehen. Wie gesagt, anerkannten Flüchtlingen soll in Südtirol
sollen in Südtirol Integrationsmaßnahmen gewährt werden, da brauchen wir nicht darüber zu sprechen. Wenn, dann müssen wir schauen, in welcher Höhe, in welcher Größenordnung wir hier Hilfe leisten können. Und ich bin mir sicher, dass auch auf freiwilliger Basis die Gemeinden bereit sind, auch wirkliche Kriegsflüchtlinge aufzunehmen, sie zu unterstützen und sie gutmöglichst zu integrieren, solange sie eben ihr Anrecht auf Asyl haben. Bei den Schulklassen, da haben wir schon einige Aussendungen dazu auch gemacht, ist es einfach wichtig, denn die Sprache ist natürlich eines der besten Mittel, um sich integrieren zu können. Und egal, ob es die deutsche oder die italienische Schule ist, müssen bestimmte Sprachkenntnisse zuvor einfach da sein, um sich gut in den Regelunterricht integrieren zu können. Es hilft teilweise den Schülern nichts, wenn sie ihr Umfeld nicht verstehen. Und wir sehen es vor allem in Bozen, wenn also zu viel Kinder mit Migrationshintergrund, die der Sprache nicht mächtig sind, dann schadet es der Entwicklung der gesamten Klasse. Wir schlagen deshalb vor, so wie es auch andere Länder jetzt bereits tun, dass man zuerst einen Sprachunterricht genießt, der ein halbes Jahr, ein Jahr, von mir aus zwei Jahre, je nach Voraussetzungen der einzelnen Kinder, einen Sprachunterricht genießt in eigenen Sprachklassen, wo sie nicht nur Sprache, vielleicht auch Umgangsformen, auch die Gesetze, die in diesem Land auch herrschen, dass sie einfach sich miteinander auseinandersetzen können mit dieser neuen Heimat, in der sie sind, und dann erst in den Regelunterricht hineinkommen, wo sie einfach schon viel besser starten können. Aber wir reden hier immer für Kinder von Asylanten, anerkannten Flüchtlingen, die das Anrecht darauf haben. Das Herkunftslandprinzip bei den Sozialleistungen. Das ist ein weiterer Punkt, den wir Freiheitliche fordern, wo wir sagen, wenn Kindergeld ins Ausland geht oder andere Sozialleistungen, dann soll dort jener Prozentsatz und jene Leistung gegeben werden, die in diesem jeweiligen Herkunftsland gang und gäbe ist und herrscht. Der Familiennachzug für anerkannte Asylanten, da sind wir offen eingeschränkt auf Ehepartner und Kinder. Aber immer auch, solange die Aufnahmekapazität in Südtirol dies zulässt. Wir kommen nun zu den Immigranten mit ungeklärtem Status, und das ist ja die große Mehrheit der Immigranten. Von den Asylanten wahrscheinlich reden wir in Europa, in allen Ländern ungefähr, da sind wir im einstelligen Prozentbereich, was wirkliche Kriegsflüchtlinge und Asylanten sind. Die große Masse sind Asylwerber mit ungeklärtem Status. Hier schlagen wir vor, dass eben keine Integrationsmaßnahmen zu setzen sind, da die meisten eben keinen Anspruch auf ein Bleiberecht haben. Die Integrationsmaßnahmen in diesem Fall wären gleichzusetzen mit einer Kapitulation des Staates vor der Zuwanderung. Wir lehnen es auch ab, wie es die Landesregierung hier vorexerziert hat, dass eben Asylwerber mit ungeklärtem Status auf die Dörfer und Gemeinden zwangsverteilt werden und dort die Gemeinden gezwungen werden, diese zu integrieren, wo man nicht einmal weiß, ob sie morgen oder übermorgen überhaupt noch hier bleiben dürfen. Wenn sie dann abgelehnt werden, was passiert mit denen? Tauchen sie in die Illegalität ab und tauchen im nächsten Land wieder auf oder kommen wieder zurück. Also hier haben wir das große Problem und da gilt es anzusetzen. Wir schlagen deshalb vor, dass wir, wenn es schon die EU nicht schafft, an den EU-Außengrenzen sogenannte Ankerzentren zu errichten, wo bereits der Status geklärt wird, hat jemand Anrecht auf Asyl oder eben nicht, dass wir diese Ankerzentren in Südtirol bzw. an den Außengrenzen Südtirols machen. Warum? Es gibt ja, man muss das Ganze ja auch finanzieren, und wir haben diesen sogenannten Grenzgemeindenfonds, ausgestattet mit 40 Millionen Euro, wo man durchaus hier Ankerzentren einrichten kann, die natürlich medizinisch versorgt sind, die bestens ausgestattet sind, wo man aber dort schon schauen kann und prüfen kann, wer Anrecht auf Asyl hat und wer nicht. Die medizinische Grundversorgung
ist ja auch ein weiteres Problem, das sich auch auf unsere Krankenhäuser auswirkt, wenn wir sehen, wie viel besonders von Asylwerbern auch die medizinischen Dienste genutzt werden. Und da wäre das auch eine Entlastung dafür, dass man sagt, in den Ankerzentren gibt es schon medizinische Grundversorgung, Härtefälle natürlich automatisch ins nächstgelegene Krankenhaus, gar keine Frage. Mindestsicherung statt Sozialhilfen. Asylwerbern ist ganz klar eine sachleistungsbezogene Hilfe zu geben und nicht Hilfe in Form von finanzieller Hilfe, von Geldmitteln. Ganz einfach, das ist ein weiterer Pull-Faktor, der natürlich die Migration fördert, wenn in den Herkunftsländern sozusagen irgendwo auch die frohe Botschaft verkündet wird, hier braucht man sich nicht integrieren, hier braucht man nicht zu arbeiten und kann trotzdem leben und teilweise das Geld ins Herkunftsland zurückschicken. Also hier ganz klar sachleistungsbezogene Grundversorgung für Asylwerber mit ungeklärtem Status. Für anerkannte Asylanten hingegen, das soll natürlich auch Sachleistungsprinzip gelten, aber wenn es dort Notsituationen gibt, wo eben oder bestimmte Sachen eben nicht durch Sachleistungen abgedeckt werden können, dann auch mit finanzieller Hilfe. Wir benötigen hier als Land auch die Kompetenzen im Immigrations- und Asylrecht. Das heißt, mittel- bis langfristig ist es einfach wichtig, dass wir als Südtiroler diese Steuerung auch selbst vornehmen können, wie hoch die Zahl ist derer, die wir aufnehmen können, wie hoch die Zahl derer ist, die wir auch in Bewerbungszentren sozusagen dann bearbeiten können. Eine wesentliche Voraussetzung für uns, nach dem Vorbild der Bundesländer in Deutschland, ist eine eigene Landespolizei, auf die wir direkt zugreifen und eingreifen können. Das spielt natürlich auch in andere Bereiche hinein, vor allem in den Bereich Sicherheit, den wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal separat vorstellen und präsentieren werden. Auch die Gerichtsbarkeit unter Strafvollzug, da brauchen wir wirklich mehr Zuständigkeit. Zurzeit hängen wir im luftleeren Raum. Prozesse in Italien ziehen sich über Jahre hin. Das trifft nicht nur die Wirtschaft, sondern gerade hier in diesem Bereich auch immer wieder ein, wo es Jahre dauert, bis der Status geklärt ist, beziehungsweise eine Abschiebung teilweise dann auch zu erfolgen hat. Ich möchte gar nicht weiter darauf eingehen, ich möchte noch ein Kapitel aufschlagen, und zwar die Entwicklungshilfe. Wir sprechen uns gemeinsam als Partei für eine effiziente Entwicklungshilfe aus. Eine Entwicklungshilfe, die es den Menschen erlaubt, vor Ort ihre Wirtschaft aufzubauen, die es erlaubt, eine Zukunft in den Herkunftsländern zu haben. Wir wollen mit unserer Entwicklungshilfe all jene Kräfte stärken, die den Frieden in den Herkunftsländern garantiert, aber vor allem die Wirtschaft dort aufbaut. Es hilft einfach nichts, wenn wir Hilfe hier in Europa leisten und dabei die Staaten und Herkunftsländer, meistens afrikanische, nicht genügend unterstützen. Und es hilft da auch nicht nur, Geldleistungen zu machen, sondern hier sind Projekte zu fördern, die wirklich vor Ort den Menschen dienen. Und hier kann man auch Asylwerber einbauen, um auch die Leute zu bewegen, vor Ort dann aktiv zu werden und zurückzukehren und ihre Länder aufzubauen. Wir dürfen den ganzen Organisationen, die ich vorher schon angesprochen habe, von den Schleppern an der afrikanischen Küste und vielen anderen kriminellen Organisationen, denen dürfen wir keinen Vorschub leisten, und deshalb muss es auch gelingen, dass das Mittelmeer geschützt wird. Auch einzelne NGOs sind sehr fragwürdig in diesem Zusammenhang. Ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren, aber was man da in den letzten Jahren gehört hat, machen die sich teilweise aus falsch verstandener Hilfe und Verantwortung hier auch mitschuldig, dieses Problem zu verschärfen. Ein letztes, um das Positionspapier
abzurunden, ist das Thema politischer Islam. Wir, die natürlich für Religionsfreiheit stehen, stehen auch dazu, dass jeder nach seiner Fasson glücklich werden kann und glauben kann an seinen jeweiligen Gott. Aber der politische Islam, und der ist einfach sehr stark bei, wenn man den Islam als Religion bezeichnet, nimmt der politische Islam einfach eine sehr große Rolle auch ein. Und dieser politische Islam ist mit unseren westlichen, freiheitlichen und demokratischen Gesellschaftsordnungen nicht vereinbar. Es haben da namhafte Islamwissenschaftler auch gesagt, dass es sich beim Islam zu höchstens 50% um eine Religion handelt, während die restlichen Teile mehr einer politisch-rechtlichen Institution ähneln. Und ich sage nur Scharia-Recht und die ganzen Umstände, die uns zum Glück teilweise nur von Großstädten bekannt sind, aber das wirkt sich natürlich auch auf Südtirol aus. Die Entwicklungen, haben wir gesehen, kriegen wir meistens so 10, 15 Jahre später dann auch hier im ländlichen Raum zu spüren. Die Forderung nach der Kontrolle von Islamvereinen wurde kürzlich erst abgelehnt im Landtag von der Mehrheitspartei. Das natürlich zeigt einmal die Grundhaltung, die auch die Landesregierung hier an den Tag legt. Moscheen und Minarette, Gebetsräume stehen einer Kultusgemeinschaft zu. Die Frage, ob man das auch bildlich darstellt in Form von Minaretten in einem Land, das eben sich auf seine christlichen und jüdischen Wurzeln, das auf seine Wurzeln fußt, ist ein anderes Kapitel. Da sind wir dagegen. Die Schulpflicht betrifft auch islamische Mädchen und dazu gehören auch Ausflüge, dazu gehört auch Schwimmunterricht, da gehören auch Sachen, die einfach für uns in westlichen Ländern normal sind und da darf die Religion keine Rolle spielen. Die Schächtung von Tieren lehnen wir strikt ab und hier auch die ganzen illegalen Schächtungen, die stattfinden, auch bei uns in Südtirol, wo immer wieder der ein oder andere gefunden wird, der sich dazu hinreißen lässt, auch hier sozusagen sein Geld zu machen. Da müssen wir sehr vorsichtig sein und die Fehlentwicklungen aufzeigen. Kopftuch und Burka, das immer wieder heiß diskutiert wird. Kopftuch und Burka sind für uns Freiheitliche nicht ein Zeichen der weiblichen Selbstbestimmung, sondern sind häufig ein Zeichen der Unterdrückung und auch der Kontrolle der Frauen. Und es manifestiert sich dadurch auch eine gewisse Parallelgesellschaft, die immer wieder zu beobachten ist in ganz Europa. Wir fordern daher ein Kopftuchverbot in den öffentlichen Ämtern, auf der offenen Straße nicht, hingegen bei der Burka, also der Gesamtverschleierung, der Gesamtverhüllung, auch im öffentlichen Raum ein solches Verbot. Das sind die großen die Positionen zu unserem Migrationspapier, das wir gemeinsam erarbeitet haben. Die Presse kann sich gern dann ein solches mitnehmen. Sie dürften auffliegen und sich genauer informieren. Wir werden es heute auch noch online stellen, damit sich die Bürgerinnen und Bürger hier auch noch genauer alles anschauen und durchlesen können. Danke, lieber Andreas, für deine Worte. Ich übergebe dann an unsere Fraktionssprecherin Uli Meier und stelle. Ein herzliches Grüß Gott natürlich auch von meiner Seite. Die Pressekonferenz hat jetzt natürlich schon eine Zeit lang gedauert, aber ich werde mir es trotzdem nicht nehmen lassen, ein paar Worte auch diesbezüglich natürlich zu verlieren. Und der Generalsekretär Florian von Aach hat es eingangs ja schon erwähnt, dieses Programm und alle Punkte, die unser Obmann Andreas Leiter-Reber aufgezählt hat, sind ja entstanden aufgrund auch von Forderungen, die wir im Südtiroler Landtag in den letzten 24 Jahren auch konsequent gestellt haben. Mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Aber eines hat sich bei diesem Thema ganz besonders gezeigt, wenn man konsequent an den Themen dranbleibt, wenn man Anfragen stellt, wenn man Vorschläge macht, wenn man Ideen einbringt, dann kommen irgendwann einmal andere Parteien nicht mehr aus, dass sie sich auch mit dieser Materie beschäftigen müssen
Und ich freue mich schon auf den Wahlkampf, auf die verschiedenen Parteien, die jetzt dieses Thema zu entdecken glauben, weil sie natürlich glauben, damit ganz besonders viele Stimmen zu bekommen. Das ist interessant, dass jede einzelne Partei, die jetzt neu mit diesem Thema kommen wird, bisher alles abgelehnt hat und zum Großteil auch niedergestimmt hat. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein wichtiges Thema und natürlich braucht man Unterstützung. Deswegen ein lachendes und ein weinendes Auge. Das Wichtigste bzw. den wichtigsten Antrag, den wir, glaube ich, immer wieder formuliert haben, das sind mehr Kompetenzen. Denn die Wahrheit ist, dass dieses Thema, das für uns als Minderheit in diesem Land ein so spürbar wichtiges Thema ist, wir leider keine Zuständigkeiten haben bzw. nur geringe Zuständigkeiten haben, das selbst zu lösen. Und es ist interessant, dass die Südtiroler Volkspartei in all den Jahren nicht den Mut aufgebracht hat, in Rom ganz konsequent und ehrlich in Verhandlungen zu gehen, damit man gerade in diesem Bereich mehr Kompetenzen und mehr Zuständigkeiten bekommt. Denn ich denke, mit unserer deutschen Ordnung würde man beispielsweise in einigen Asylgeschichten, was Kommissionen anbelangt, dass wir beispielsweise in Südtirol eine eigene Kommission für die Asylanträge, für Asylverfahren haben, dass man es schon ein bisschen schneller machen könnte, wie einige oder wie für uns zuständige Kommissionen derzeit in Verona, früher war es in Triest. Wie gesagt, die Kompetenzen wurden leider immer abgelehnt. Etwas ganz Wichtiges wurde gesagt, die Begriffsunterscheidung. Ich glaube, der ganz große Fehler, der gemacht wurde im Sinne der unter Anführungszeichen Flüchtlingskrise, dass man nicht mehr unterschieden hat, handelt es sich um einen Flüchtling, handelt es sich um Wirtschaftsmigranten oder handelt es sich um Glücksritter sozusagen, die auf der Suche sind nach nach einem besseren Leben, nach mehr Glück. Es wurde einfach jeder, der die EU-Außengrenze übertreten hat, als Flüchtling bezeichnet und das war ein entscheidender großer Fehler. Und jetzt ist auch der Landeshauptmann auf dem Boden der Realität angelangt und hat verstanden, dass mit ein großer Anteil, also über 60% all jener, die Asyl ansuchen, eben einen negativen Asylbescheid bekommen werden. Die sind illegal sozusagen auf den Straßen. Es wird dann immer der Vorwurf gemacht, kein Mensch ist illegal. Das stimmt, der Mensch selbst ist nicht illegal, aber sein Aufenthaltsstatus ist einfach nicht gesetzeskonform und nicht rechtens. Und folgedessen das große Problem, wie geht man jetzt mit diesen Menschen um? Ein paar Beispiele möchte ich herausnehmen, was die Schulklassen anbelangt. Ich denke, dass es hier, und hier haben wir auch zahlreiche Vorschläge gemacht, es ist ein bisschen zu wenig, wenn man von Integration spricht, dass man das nur auf die Kinder abwälzt. Und hier möchte ich ganz bewusst diese beiden Gerichtsurteile der jüngsten Vergangenheit zitieren oder erwähnen, wo ja eine deutsche Mutter eine Tochter hat von einem italienischen Vater, der in Rom lebt, in 15 Jahren es nicht für notwendig erachtet hat, die Sprache seiner Partnerin bzw. dann auch seiner Tochter ansatzweise zu lernen oder bzw. auch zu verstehen. Wie gesagt, der Vater lebt in Rom, die Eltern sind getrennt. Das Mädchen wurde jetzt in zweiter Instanz verdonnert, die italienische Grundschule zu besuchen, obwohl sie 2 Jahre den deutschen Kindergarten besucht hat. Die wird aus ihrem sozialen Umfeld herausgerissen mit der Begründung, damit der Vater dem Kind alle 14 Tage, sofern er überhaupt sein Besuchsrecht in Anspruch nimmt, bei den Hausaufgaben helfen kann. Jetzt stelle ich mir die Frage, wenn wir Sprachkurse nur für ausländische Kinder haben, wie folgen dort die Eltern ihren Kindern bei den Hausaufgaben? Ich kann mir vorstellen, Mütter, die teilweise nicht einmal das Haus alleine verlassen dürfen, weil eben die Kultur dementsprechend ist, die am gesellschaftlichen Leben teilweise nicht teilnehmen dürfen. Wie helfen dort die Eltern ihren Kindern bei den Hausaufgaben? Und hier haben wir zigmal schon einen Vorschlag gemacht, dass man viel mehr über das Elternhaus arbeiten muss, dass man Elternkurse, wie es auch in anderen Ländern projektweise oder Pilotprojekte gibt, gemacht wird, dass man versucht, diese mit ins Boot zu holen, dass man ihnen natürlich auch unsere Kultur beibringt, die Landesgeschichte beibringt, denn natürlich kommen diese Eltern in erster Linie nach Italien.
in Südtirol natürlich wäre es schon gut, wenn auch diesen Leuten die Landesgeschichte beigebracht würde, dass es hier eben eine deutsche und ladinische Minderheit gibt, dass man ihnen die Sitten und Bräuche auch erklärt. Und ich denke, wenn das ermöglicht wird, wenn das geschieht, dass dann Integration auch viel einfacher über die Bühne geht und nicht alles auf die Kinder und auf die Schulen auch abgewälzt wird. Ein Beispiel wurde erwähnt, dass die Sozialleistungen nach Herkunftslandprinzip. Es wurde ein Antrag von uns zwar nicht so genehmigt, wie wir ihn gern gehabt hätten, aber er wurde in leicht abgeänderter Form genehmigt, und zwar, dass der Südtiroler bzw. die Südtiroler Landesregierung sämtliche Maßnahmen ergreifen muss, indem verstärkt Sachleistungen angeboten werden, weniger finanzielle Geldmittel in Form von einem Gutscheinsystem. Ich denke nämlich, und der Obmann hat es ja angesprochen, finanzielle Leistungen für Kinder, die im Ausland leben, hier haben wir ja keine Kontrolle. Die können nicht integriert werden. Also wir geben einerseits Geld für Integration aus, für Kinder, die gar nicht da sind, noch zusätzlich finanzielle Leistungen, die gar nicht hier leben. Und ich denke, wenn man in Form von Gutscheinsystemen arbeiten würde, dann hätte man auch die Kontrolle, dass die Kinder effektiv im Land sind, effektiv an Kursen teilnehmen, effektiv an diesen Programmen, für die man die Gutscheine zur Verfügung stellt, teilnimmt, und es würde Integration effektiv auch passieren. Was wir nicht verstanden haben, ist, dass die letzte Woche der Antrag, oder diese Woche am Dienstag war es, der Antrag der Kontrolle der islamischen Vereine abgelehnt wurde. Das ist eigentlich für mich ein völliges Unverständnis, denn es geht nur darum, dass wir wissen, der Gesetzgeber ungefähr weiß, was die einzelnen Vereine im Land machen, wie sie arbeiten, wer dabei ist, wie sie funktionieren und so weiter. Ich denke, dass das niemanden in seiner Freiheit sozusagen verletzen würde. Denn denken wir nur heute noch an die volkstumspolitischen Veranstaltungen, müssen wir uns heute noch fotografieren lassen. Heute werden noch Namen aufgeschrieben, heute werden noch Filme gemacht und so weiter. Also dort findet die totale Kontrolle statt, obwohl man ja längst weiß, wer teilnehmen wird und wer nicht und so weiter. Und bei Zugewanderten, wo sich ja in ganz Europa leider Gottes durch die Nichtkontrolle negative Beispiele gezeigt haben, dort verweigert man die Kontrolle, will eigentlich gar nichts wissen und schiebt es auch immer wieder auf die staatlichen Institutionen. Auch das ärgert mich ein bisschen. Wenn ich Landeshauptmann von Südtirol bin und ich bekomme eine Anfrage eines gewählten Mandatars auf den Tisch, dann kann ich nicht antworten, da ist das Regierungskommissariat zuständig. Denn dann ist es meine Aufgabe, im Regierungskommissariat nachzufragen und mich der Sache anzunehmen und dahinter zu bleiben, dass ich auch dementsprechende Auskünfte liefern kann. Denn wenn es beim alten Landeshauptmann geklappt hat, denke ich, müsste es der neue auch im Stand sein. Wie gesagt, es wurde schon kurz angeschnitten, dass jetzt Arno Kompatscher auch kapiert hat, dass wir ein großes Problem mit all jenen haben, die einen negativen Asylbescheid bekommen haben, beziehungsweise ihn bekommen werden, die derzeit illegal auch auf Südtirols Straßen unterwegs ist, was wir künftig mit diesen tun. Natürlich komme ich nicht umhin zu sagen, dass das auch ein bisschen Wahlkampfrhetorik ist, denn es ist schon klar, dass Arno Kompatscher jener Mann war, der ganz genau wie Angela Merkel die Devise verfolgt hat, wir schaffen das. Das hat er auch mehrmals im Landtag gesagt. Er gehört zu den Willkommensklatschern, ganz klar. Also das ist von seinen Wortmeldungen im Landtag und von seinem Stimmverhalten ganz klar immer erkennbar gewesen. Dass das jetzt natürlich Ankündigungspolitik ist, Wahlkampfrhetorik, das ist klar, dass die Wirklichkeit bis jetzt auch ganz klar auseinandergeklafft ist, das wissen wir auch. Wie man bisher mit diesen Menschen umgegangen ist, wissen wir auch, denn man hat sie einfach auf Gemeinden verteilt, man hat Gemeinden gezwungen, entweder friss oder stirb, wir streichen dir die Gelder, wenn du nicht bereit bist, Leute aufzunehmen, wo selbst wir nicht wissen, bekommen die einen positiven Asylbescheid oder einen negativen. Wir Freiheitlichen haben im Landtag auch vorgeschlagen, dass der Landeshauptmann vielleicht mit seinen Leuten in Rom zumindest dahingehend hätte kämpfen können, dass Südtirol wirklich nur Asylbewerber aufnimmt, die auch effektiv einen positiven Asylbescheid haben. Denn ich höre von den Gemeinden immer wieder, wir helfen gerne, wir würden auch gerne Familien aufnehmen. Nur leider, diese Familien kommen halt nicht so sehr, wie man es uns angekündigt hat. Es kommen meist junge, kräftige Männer.
Aber auch die würden sie aufnehmen, wenn sie wissen würden, dass der positive Asylbescheid da ist. Denn dann kann man effektiv mit diesen Leuten auch arbeiten, sie integrieren. Denn was passiert jetzt in Steinegg oder in vielen anderen Dörfern, wo jetzt erst gerade wieder neue Ankünfte sozusagen waren? Natürlich fragt sich die Bevölkerung, was ist, wenn in 3 Jahren, ungefähr dauert es 3 Jahre, bis jemand effektiv weiß, ob er bleiben darf oder nicht, wenn sie gehen müssen. Also ich denke, das hätte man alles schon viel früher sich überlegen können, und wir Freiheitlichen haben davor auch immer wieder den Landeshauptmann gewarnt, und deswegen hätte man sich schon vorher Gedanken machen können, nicht ein paar Monate vor den Wahlen. Aber nichtsdestotrotz, ich wünsche dem Landeshauptmann wirklich von Herzen, und das meine ich ehrlich, viel Erfolg, wenn er auf den Staat angewiesen ist, dass dort eine Lösung getroffen wird. Ich bedauere, dass er noch immer nicht die Courage hat, für Südtirol einfach selbst einen Weg zu gehen. Denn man sieht, wenn der politische Wille vorhanden ist, man sieht es am Beispiel Österreich, dann geht vieles. Deswegen, ich persönlich möchte abschließend noch sagen, ich wünsche mir einen Innenminister Salvini, denn ich bin dann ganz klar guter Dinge und auch optimistisch, dass sich für Südtirol, wenn es die Südtiroler Volkspartei geschickt angeht, auch einiges in diese Richtung zum Positiven verändern wird. In diesem Sinne bedanke ich mich bei unseren Mitgliedern, bei all jenen, die dazu beigetragen haben, dieses Programm auszuarbeiten, natürlich auch bei meinem Kollegen im Südtiroler Landtag und ganz besonders natürlich bei unserem Obmann und beim Generalsekretär. Besten Dank. Liebe Uli, vielen Dank. Nun stehen wir gerne für Fragen zur Verfügung bzw. Einzelinterviews.